Herbst in Straubing. Die Sonne scheint, die Blätter leuchten in den unterschiedlichsten Farben und die Donau zeigt auf eindrucksvolle Art und Weise, wie gut sie eigentlich der Stadt Straubing zu Gesicht steht. Der Herbst ist die Jahreszeit der Vergänglichkeit. Am viel zu oft vernachlässigten Fluss entsteht in diesen Wochen aber Neues. Vor dem Adler hat eine Baufirma bereits einen Großteil des Geländes abgetragen und die geplanten Sitzstufen, die das Ufer attraktiver machen sollen, sind in den Grundzügen bereits erkennbar. Alle Beteiligten sind froh, dass endlich etwas passiert. Wir hatten diese Maßnahmen schon in die früheren Jahren geplant und wollten sie auch ausführen. Aber auch von Seiten des Fachamtes, des Referates, ist ein bisschen Druck ausgeübt worden, um eben den Volksfestbesucher zum Jubiläum Volksfest eine schönere Atmosphäre neben Salzstadel bieten zu können. Wir werden ja am 27. Dezember 5 Jahre alt. Das ist also ein Weihnachtsgeschenk, mehr oder weniger schon fast, an den Förderverein Erlebnisraum Donau, insbesondere aber an die Bürger. Die haben ja auch die ganze Zeit schon drauf gewartet. Und wenn man da hier unten jeden Tag ist, schaut sich das an, wie viele Leute sich darüber auch informieren. Und jeder kann es kaum erwarten, wann es fertiggestellt ist. Bis Ende Mai kommenden Jahres sollen die Sitzstufen fertig sein. Mit zusätzlichen Bänken, Bäumen und einer Beleuchtung soll der Bereich vor dem Adler dann die Bürger und Besucher Straubings zum Verweilen an der Donau einladen. Anschließend soll auch der Weg vor dem Herzogsschloss noch hergerichtet werden. Ob es dann mit dem zweiten Bauabschnitt weitergeht, müsste bei den Haushaltsberatungen entschieden werden. Sollte die Entscheidung positiv ausfallen, würden wir gern den Weg, die Asphaltierung bis zur Brücke hinführen. 400.000 Euro sollen beide Bauabschnitte zusammen kosten. Und der Förderverein Erlebnisraum Donau hat noch weitere Ideen. Wir wollen hier eine Promenade, sozusagen einen Walk of Fame, alle 2 Meter, 2,50 Meter wird da jemand in der Uferpromenade verewigt, angefangen vom Fraunhofer, aber bis hin zu verdienten Straubingern, auch in der Jetztzeit. Auch dafür hat die Stadtverwaltung bereits ihre Zustimmung signalisiert. Wenn die Idee auch den zuständigen Gremien gefällt, soll eine Jury dann entscheiden, welchen Persönlichkeiten diese Ehre zuteil wird. Es geht also voran an der Donau in Straubing. Gott sei Dank. Denn wie man in diesen Tagen einmal mehr sehen kann, ist sie sowieso viel zu schön, um links liegen gelassen zu werden.